Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Mungo fight all monsters. Mungo, Anwalt, Außendienst. Mitarbeiter sind drei Chiefs. Alle drei sind gleichgestellt und der Igel freut sich, wenn du ihm eine Wasserschale bereitstellst. Er würde dann aus ihr trinken. 13.11.2022. Ein gegen Schöpfung und Schöpfer gerichtetes schwarzmagisches Ritual wird heute verlesen auf dem Berg Sinai von Führern der großen Weltreligionen. Sie sind dort zusammengekommen, um eine neue Klimareligion auszurufen und rate, auch hier bist du wieder von vornherein der Schuldige und musst Buße tun. Dazu gibt es dann mit Sicherheit die ein oder andere finanzielle Möglichkeit. Beim Priester könnte man auch einige Habecks runterbeten, um die Schuld zu mindern. Der ewige Mungo, der fantastische Mungo und die Mungo Observation Group, kurz MOG, sieht das in keinster Weise ein, was dort getrieben wird. Und deswegen verlese ich nun unsere eigenen neuen 10 in Anführungszeichen Gebote, denn in Wahrheit handelt es sich um Empfehlungen. Es sind 10 Empfehlungen, die ganz klar gegen die heute auf dem Berg Sinai verlesenen neuen Richtlinien oder Gebote oder wie auch immer sie diesen Dreck nennen werden, den sie dort oben in die Welt hinausschreien, gerichtet sind und gegen diese wirken sollen. Du darfst das hier auch als eine Art Ritual sehen, das dem Treiben entgegenspielt. Denn dies darf nicht ungesühnt vonstatten gehen. Die 10 Empfehlungen der Mungo Observation Group. Erstens, du sollst nicht das Klima retten. Zweitens, du sollst für die Natur und gegen Dämonen sein. Drittens, mache mindestens einmal in jeder Woche ein Feuer. Viertens, du sollst dich und die Erde entgiften. Fünftens, verursache nur wenig Müll. Sechstens, stelle den Tieren in deinem Garten eine Wasserschale bereit und sei zu allen Tieren gutherzig. Siebtens, ziehe regionale Produkte importierten vor. Achtens, gehe kurze Wege zu Fuß oder nimm den Drahtesel. Neuntens, lebe mit dem Lauf der Natur und betreibe, wenn möglich, einen Nutzgarten. Zehntens, geh in den Wald. Die 10 Klimaempfehlungen der MOG, erstmals verlesen am 13.11.2022. Mach es gut!